Herzlich willkommen zurück zu den Smash Warriors. Ich bin der Dave. Nach einem Gespräch mit meinem alten Arbeitgeber sind wir zum Entschluss gekommen, vielleicht doch getrennte Wege zu gehen. Er ist gefeuert! Und dementsprechend habe ich mich auf die Suche gemacht und habe eine Zeitungsannonce gefunden. Und da bewerbe ich mich jetzt. Hallo, Uli Simon. Hiermit bewerbe ich mich als Göttinger Uli Simon. Oh. Uli Simon in ihrem Unternehmen. Da sehe ich. Lieben Gruß, Dave. Hallo Dave. Ja klar, komm vorbei und wir schauen, was sich ergibt. Zahlt ja eh der Steuerzahler. Keckweh. Grüße aus Göttingen. Officer Chief Raps. Boah, mein erster Tag bei der Polizei. Ich bin total aufgeregt. Hoffentlich kann ich mal abknallen. Ja, moin, Officer Dave. Chief Commissioner Raps hier. Moin, moin. Heute sollte es eigentlich relativ ruhig sein. Uns wurde keine Notfälle gemeldet. Ich habe einfach ein paar Packzettel auf und gehe den Leuten einfach ein bisschen auf den Sack. Alles klar, Chef. Weiterhin wurde uns mitgeteilt, dass wir wohl ein Problem mit unserer Kommunikationsanlage haben. Okay. Ey, kennst du den schon? Sagt ein Zellner zu seinem Kollegen, wir müssen heute mal wieder stärker kontrollieren. Wir haben keine Zigaretten und keinen Kaffee mehr. Ach, ich Scherzkeks. Ich hatte eben meinen Kaffee und bekomme gerade einen Fax aus Darmstadt. Wie bitte? Dem Porzellangott anbeten. Was ist das? Ballast abwerfen, den... Ich verstehe nicht. Braunbären aus Darmstadt befreien, Brownies machen. Chef, hallo? Ich muss kacken, Mann. Tschüss. Das ist ja gut. Göttingen. Die Stadt der Träume. Dann suchen wir mal ein paar Falschparker. Auf dem Bürgersteig. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Ein Abschleppwagen wird zu schnell. Hier muss ein Wagen abgeschleppt. Auf dem Bürgersteig. Bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken. Hier muss ein Wagen abgeschleppt. Halt schon auf der Straße. Hier muss ein Wagen abgeschleppt. Abgelaufen. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Könnt ihr einen Abschleppwagen? Halt schon unabgelaufen. Einfach nur so. Im Nachhinein betrachtet sollte ich Strafzettel ausstellen und nicht Abschleppwagen. Oh, moin. Max. Muss ich dir auch raten. Wie geht's? Danke, und selbst? Ich glaube, ich fahre ein bisschen Strand. Richtig gute Karre. Ah, Moment, was vergessen? Bis denn? Jetzt sehe ich aus wie ein Cop. Houston, wir haben ein Problem. Ich sehe nichts. Okay, aber bevor wir losfahren, brauchen wir noch Radio. War nicht schlecht. Wir sagen ja, auch gut, aber noch nicht so das Richtige. Damn, boy. Das glaube ich. Oh. Du blöd zum Fahren. Helf ich? Das ist ein wunderschöner, guter Tag in Göttingen. Die Sau. Mal gucken hier, Freundchen. Niemand überfährt eine rote Ampel bei mir in Göttingen. Verlassen Sie bitte Ihr Fahrzeug. Erstmal raus. Erstmal raus. Klappt ja kein Wort. Du hast auch bestimmt noch irgendwas mit dir. Erlauben Sie mir eine Durchsuchung. Nur für den Fall, dass Sie etwas Illegales bei sich tragen. Was? Wie menschliche Zähne. Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte, nein!
Keine Ahnung, aber ganz ehrlich, wer Zähne dabei hat, der gehört für mich in den Knast. Wagen 23 an Zentrale. Ich würde reinkommen, das Auto abgeben und würde dann nochmal ein paar Runden zu Fuß drehen, um die Schicht abzuschließen. Hallo? Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Das nenne ich zwei erfolgreiche Autoeinsätze, irgendwas, keine Ahnung. Oh. Danke, und ebenso. Morgen. Verpiss dich, du Hurensohn. Das ist ja gut. Hallo, Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Nee, mit dir rede ich nicht. Pass auf, nochmal. Wenn ihr Koks mit Mehl puncht, das schwächt das Suchtgefühl eurer Kunden. Das geht nicht. Also nutzt am besten Backpulver zum Strecken. Da könnt ihr dieselbe Menge zum doppelten Preis verticken. Also, wir merken uns. Der ehrliche Pusher wird von Bullen umzingelt. Doch beim klugen Puncher stets die Kasse klingelt. Und jetzt Abflug, ich bin fast blank, ich brauche wieder Kohle. Officer? Nerv nicht. Okay, auf drei. Eins, zwei. Hallo, Officer. Weißt du was?